Ein herzliches Willkommen zurück zu Anno 2205 mit dem Streetzerstörer. Ja, wir haben letztens aufgehört zu spielen, nachdem wir da so ein paar nette Typen kennengelernt haben. Und jetzt müssen wir so eine kleine Mission bewältigen zusammen. Die Handelsblockade. Der ganze Sektor ist abgeriegelt. Oh Gott, ein militärisches Eingreifen scheint unsere einzige Option. So, jetzt habe ich die Strategiekarte schon mal geöffnet, da sind wir jetzt drin. Und betreten Sie den Krisensektor. Das ist wohl wahrscheinlich dieser rote. Aber alle in einem Stück. So, gut. Schwierigkeitsgrad wählen, Standard. Schiff upgraden geht gerade nicht. Mission annehmen, ablehnen, annehmen, annehmen. Dann warten wir jetzt noch gefühlte 80% und dann geht's wieder los. Ja, wir sind noch nicht sehr weit, aber es wird bald. So, da können wir rein durch die Tür in den Krisensektor. Dort haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Umkreisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen. Wie ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befreie unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Wow. Das sieht aber lecker aus. Leck mich an die Füße. So, unsere Aufgabe ist, zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch. Das sind die Gegner, und um das entführte Transportschiff zu befreien. Belohnung, bla 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 bla. Kampferfahrung. Kampferfahrung ist immer gut. Was ist das denn eigentlich? Ach, das ist unser Kollege. Was ist das denn für ein Schiff? Sieht ja sehr, sehr interessant aus. Aber, was ist das ein? Ich kann gar nicht, irgendwas stimmt hier auch nicht so richtig. Naja, okay, gut. Müssen wir halt damit klarkommen. Okay, gut. Na, los. Schiff bestätigt. Ah, jetzt. Jetzt hat er bestätigt. Treibstoff. Bestätigt. Gut. Dann setzen wir mal vor. Koordinaten bestätigt. So. Bereit für Einsatz. Oh, wow, das geht aber hier richtig ab hier. Die Reparaturdrohnen sind im Einsatz. Der Schaden müsste bald unter Kontrolle sein. Bumm. Da war es kaputt. Kann ich da noch irgendwas abgreifen oder so? Ah, EMP-Puls. Oh, das ist cool. Roger. Bumm. Oh, die erste Sperre durchbrochen hier. Was ist das denn da? Da kommen sie. Schnell zurück. Volle Kraft voraus. So, und jetzt voll drauf hier. Bum, 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 bum. Bestätigt. Crazy, Alter. So, schippern wir mal. Schippern wir mal weiter. Roger, Roger. Und da kommen sie direkt auf uns zu. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Der wird jetzt ziemlich schnell erledigt worden sein. Werden. Oh, der hat aber. Der kann aushalten hier, der Kollege. Bumm. Bestätigt. Da kriegen wir nochmal Treibstoff und Raketensperrfeuer. Das sind nochmal ein paar Optionen hier, die wir kriegen. Warte. Da kommen sie. Okay, gut. Ich bin dafür, dass wir den da hinten angreifen sofort. Alle zum Einsatz. Ich glaube, besser geht's nicht. Nee, besser geht's auch nicht. Da kommen sie. So, dann nehmen wir den mal richtig hier unter Beschuss. Die paar kleinen Krümmelmünster. Das sieht ja noch besser aus hier. Ziel bestätigt. Bumm. Jetzt gehen wir mal. Verstanden. Gehen wir mal mit dem kleinen Schiffchen ein bisschen weit weg. Bevor wir gleich ganz zerstört werden. Zack! Boom. Sollen wir die da mal aus der. Verstanden. Aus der Reserve locken, die Jungs. Das sind U-Boote, glaube ich, ne? Sind unterwegs. Müssen wir die denn eigentlich. Oh ja.
Gut, haben wir schon. Haben wir es geschafft. Nein, angelaufen. Kampfstationen! Oh, oh. Kampfstationen. Der schießt mit Unterwasserraketen. Bumm. Da haben wir auch nochmal wieder was. Ne, können wir nichts aufnehmen. Gut, okay. Jetzt muss ich. Ich kümmere mich um die Reparatur. Runter. Jetzt gehen wir mal strategisch vor. Was haben wir denn da? Was ist denn da? Achso. Kraft voraus. Oh, jetzt hat er einen angegriffen. Jetzt muss ich so rumdrehen. Ach ja, okay. Haben wir ja schnell erledigt hier. So, und dann nehmen wir die auch nochmal aufs Korn hier. Und die Schiffchen auch nochmal. Oh. Klatsch. Sind unterwegs. Brauchen wir alles nicht. Koordinaten bestätigt. Was haben wir denn da? EMP. Wir haben ein Problem, das nur militärisch gelöst werden kann. Sind Sie interessiert? Nehmen wir direkt schnelle, mit an. Schonungslose und endgültige Lösung. Genau das haben wir uns gewünscht. Ich auch. Grünes Licht. Wow. Eieiei. Eieiei. Ich glaube, dich setzen wir ein bisschen weiter nach hinten. Drohnen sind im Einsatz. Der Schaden müsste bald unter Kontrolle sein. Das war jetzt ordentlich. Koordinaten bestätigt. Ihn mal da vorfahren. Ich greife mal noch was Schönes ab. Raketensperrfeuer. Waffensysteme bereit. So, dann nehmen wir den mal lieber aufs Korn. Kann nicht mehr gebrauchen. Waffensysteme bereit. Das sind so Bojen, die Raketen schießen, ja. Bereit für Einsatz. Nehmen wir den nochmal mit denen auf den Korn. Bereit für Einsatz. Oh, der hält aber was aus hier. Der junge Mann. Bestätigt. So. Volle Kraft voraus. Warte mal, ja. Machen wir auch noch was. Machen wir ganz schnell kaputt. Hier ist noch eine komische Station. Die kann ja gar nichts. Klatsch. Bestätigt. Kriegen wir mal ein paar Zusätze. Wenn wir gleich voll ausgerüstet in den Endkampf ziehen. Mit Ihmchen. Achso. Kampfstationen. So, fertig. Es ist so gut wie neu. Da kommen ja, Sie. Da haben wir schon. Nehmen wir ihn mal auf. Ja, da bin ich einmal drüber gefahren und schon was kaputt. Bestätigt. Feuer frei. Ui. Oh, 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 oh. Das war aber knapp. Da war ich jetzt zu nah dran. Das war nicht gut. Ne, kriegen wir nichts? Okay. Dann gehen wir jetzt mal voll drauf. Im Gange. Greifen wir mit dem Kleinen da hinten an. Sind unterwegs. Ich denke, da sollten wir mal aus dem Weg gehen. Verstanden. Boah, geiler Schuss. Sind unterwegs. Oh, oh, oh. Ich ziehen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten. Bestätigt. Bumm. Geht doch auch, ne? So ein richtiger EMP. Grünes Licht. Schuss. Hat da was. Für sich. Ach, also er kann ja gar nicht. Grünes so. Licht. Dann haben wir schon mal das erste Schiff befreit. Pauz. Waffensysteme bereit. Ihm hier noch. Einfach so reinrauschen und alles zum Guten wenden.
Unsere Mannschaften werden es dir danken. Ein Haufen Schiffe. Auf dem Meeresgrund. Keins davon gehört uns. Das hey, cool. Erfolgsliste aktualisiert. Schön. Haben wir schon mal ein Schiffchen, was wir bauen können. Freut uns doch. Titan. Das sind ja noch einige. Ich glaube, das große war hatten wir gerade, ne? Naja, schauen wir mal weiter. Aber hier kann ich jetzt gar nichts mehr so aufnehmen. Mission verlassen. Denen hast du es gezeigt. Ich wusste. Finde ich auch. Ich bin so froh, dass ihr unverletzt zurückgekehrt seid. Ach, danke schön, Sam. Dieser Angriff hat alle im Linienhauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Genau. Wir haben den Kontakt zur Lunar Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Richtig. Und da gehen wir jetzt ganz schnell zurück, damit wir unseren Lift hier zu Ende bauen können. Das ist nämlich ultra, 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 ultra wichtig. Und deswegen gehen wir mal kurz, springen wir mal kurz dahin. Wie sieht's aus? Ich verwechsel das hier immer, diese Anzeige. So. Bau abschließen. 10 Graphen haben wir ja bekommen. Kabel angeschlossen. Da haben wir jetzt. Bereit zur Abfahrt. Ja, man fliegt nicht mehr mit Raketen zum Mond oder in den Weltall. Ins Weltall. Sondern fährt mit einem Fahrstuhl. Hä? Ist ja klar. Wer fliegt denn schon mit einer Rakete in die Umlaufbahn? Das ist ja Quatsch. So. Herzlich willkommen im Orbit. Ist das nicht schön? Meine Glückwünsche. Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ein großer Schritt für den Swing-Zerstörer. Wahnsinn. Ich bin sowas von gerührt. Bin ich auf jeden Fall. Wir gucken noch mal kurz in die Stadt rein. Wir können ja jetzt bei der Werft. Wo ist denn meine Werft eigentlich? Das ist ja jetzt lustig. Ich habe noch gar keine Werft, fällt mir gerade ein. Eigentlich dürfte ich noch gar keine Werft haben. Oder ist das die Werft? Nein, das ist das Lagerhaus. Ne, mehr habe ich ja gar nicht. Noch nicht. Nee, das ist eine Entsalzungsanlage. Und das Strom ist eigentlich auch soweit okay. Naja, okay, gut. Nee, das läuft ja eigentlich alles. Dann schauen wir da nächste Mal rein. Beim nächsten Teil von Anno. Das war auf jeden Fall eine epische Seeschlacht. Fand ich richtig gut. Fand ich lustig. Und ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Zwingzerstörer. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alien Isolation. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von The Vanishing of Ethan Carter. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Super, dann wünsche ich erstmal einen wunderschönen Buongiorno alle miteinander. Mein Name ist Baumzweig und wir spielen heute mal so Crew Beta. Hallo Assassinen, hallo YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity mit mir, dem Stinkzerstörer. Und wir befinden uns gerade unterhalb der Teppichnaht. Schmucks. Okay. Ich gehe jetzt eben was essen, ich hab Hunger, ich muss morgen auch früh oh, raus. Spaß. Oh, Spaß. Oh, nein. Ich muss sagen, ach, ich hab doch noch.